Die Gruppe Weitblick veranstaltet internationalen Kochabend. Der Pianist aus den Trümmern spielt im Dotz und noch mehr Musik auf dem Campus beim Festival Contre le Racisme. Ich bin Anna und begrüße euch zum neuen Newsflash im Juli. In den vergangenen Wochen haben wir uns mit dem Thema Flucht an unserer Uni beschäftigt. Wir waren unterwegs und haben eure Meinungen gesammelt. Also ich bin selber Perserin und habe bei mir zu Hause in Bad Pyrmont habe ich halt mich um eine Flüchtlingsfamilie gekümmert, habe für die gedolmetscht, habe Arztbesuche mit denen gemacht und so Behördengänge. Und das ist halt schon sehr schwer für die. Bei Weitblick, das ist eine Organisation hier und wir haben eine Gruppe, die immer Kochabend mit Flüchtlingen organisiert und da war ich jetzt ab und zu mal dabei und es ist einfach ja, so ein Abend, wo wir mit Geflüchteten zusammen kochen. Ich glaube schon, dass die Flüchtlingsthematik immer mehr ins Bewusstsein der Leute kommt und zwar auch nicht unbedingt in einer negativen Art, wie man das so durch Pegida, AfD etc. pp. Kennt, sondern auch durchaus diese Willkommenskultur, von der vor einiger Zeit gesprochen wurde, dass die auch immer noch da ist. Wir haben einige Projekte und Menschen besucht, die sich für Geflüchtete engagieren. Beim internationalen Kochabend traf dieses Mal irakische auf chinesische Küche. Einmal im Monat veranstaltet die Gruppe Weitblick einen internationalen Kochabend. Im Mittelpunkt stehen dabei Gäste und Gerichte aus aller Welt. Wir haben irgendwie nach was gesucht, was möglichst viele Leute verbindet und wo es halt spannende Erfahrungen gibt, die man von der ganzen Welt sozusagen verbinden kann und da passt Kochen einfach perfekt. Zuerst hallo und ich bin Ashraf, ich komme aus dem Irak und heute mit meiner Freundin, wir kochen ein irakisches Essen. Essen ist fertig! Ich bin hier zweimal hier gekommen mit dem Abendessen, aber es hat mir gut gefallen, also mit den Leuten zu reden und zusammen kochen. Also hat schon gut geschmeckt. Ja, es war toll. Die Abende sind ein bunter Beitrag zur Völkerverständigung, daher stehen sie jeder und jedem offen. Anmelden kann man sich per Mail weitblick.kochabend@gmail.com. Neben dem leckeren Essen und intensiven Gesprächen bei Weitblick war auch das Konzert des geflüchteten syrischen Pianisten Eyham Ahmad ein bewegendes Erlebnis. Anfang Juni trat der syrische Pianist Eyham Ahmad vor rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauern im Dotz auf. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Refugees in Concert soll geflüchteten Künstlern in Göttingen eine Bühne geboten werden, um so zum Verständnis zwischen den Kulturen beizutragen. Refugees in Concert entstand im Rahmen eines Seminars der Universität Göttingen. Bei dem vom AStA organisierten Festival Contre le Racisme sollte auf bestehende Vorurteile gegenüber Minderheiten aufmerksam gemacht werden. Univision hat mit Aljoscha gesprochen. Also einerseits finden wir es halt eine schöne Möglichkeit, den Studierenden was von ihren Studierendenbeiträgen wiederzugeben, indem wir ein großes Musikfestival anbieten, was irgendwie für Spaß sorgen soll. Aber gleichzeitig ist halt der Versuch, ein Low-Level-Angebot zu schaffen für Vorträge, wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Themen wie Alltagsrassismus, Xenophobie, und das machen wir halt nebenbei. Das erklärte Ziel des Festival Contre le Racisme ist es, auf alltäglichen Rassismus aufmerksam zu machen. Dieses Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Antiziganismus. Abseits der Bühne finden zu diesem Zweck über 2 Tage Workshops statt, in denen für das Thema sensibilisiert werden soll, aber auch Wege für eigenes Engagement aufgezeigt werden. Aljoscha erzählt uns, wie er die Aufgabe des Festivals versteht und welche Ideen er für die Zukunft hat. Zum einen sieht man ja, dass zurzeit rechte Konjunktur herrscht. Das heißt, wir haben sehr viele Übergriffe auf Geflüchtete, aber auch auf Menschen, die nicht in das Weltbild von Rechten passen. Wir wollen hier ein Zeichen setzen, dass wir das strikt ablehnen, dass wir für eine offene Gesellschaft sind, und deswegen wollen wir das hier auch zeigen, dass es halt eine Ideologie ist, die nicht auf guten Menschenverstand zurückzuführen ist, sondern eher komplett verblendet. Durch alle diese und viele weitere Projekte und Veranstaltungen an der Uni Göttingen entsteht vor allem eines: Verständnis und Solidarität mit Menschen in Not.
Menschen, die alles aufs Spiel setzen mussten, um ihr Leben zu retten und hier zu uns an einen sicheren Ort zu kommen. Wir wünschen euch allen eine erfolgreiche Prüfungszeit und einen wunderbaren Sommer. Für mehr Infos und Beiträge folgt uns bei Facebook. Wir halten euch auf dem Laufenden. Tschüss!